Ich werde hin und wieder mal gefragt beim Mittagessen oder dann oder wann, sag mal, wie erlebst du eigentlich Gott praktisch oder wie lebst du deinen Glauben? Wie funktioniert das? Ganz praktisch, ganz einfach. Und da habe ich ein Beispiel für dich mitgebracht, was mir kürzlich passiert ist. Und zwar, es ist meine Geschichte oder es ist ein Stück meine Geschichte, aber ich bin sicher, dass du sowas in deiner Form, in deinem Umfeld, in dem du lebst, auch erleben kannst, wenn du einfach Gott fragst. Und zwar bin ich seit ungefähr über 30 Jahren Privatpilot. Ich bin an einem Tag unterwegs gewesen ins Office, zu einem Meeting, zu einem pastoralen Meeting. Und auf der Fahrt dorthin habe ich gedacht, ich würde gern nochmal, bevor es zu diesem Corona-Shutdown kommt, fliegen. Und ich müsste meine Lizenz ja verlängern. Ich muss alle 2 Jahre einen Flug machen. Und in mir stieg langsam so die Anspannung, wenn ich die Flug nicht mache, dann verfällt die Lizenz. Das ist dann ungefähr so, als würde man dir den Führerschein wegnehmen. Alles ist futsch. Und dann stand ich vor verschlossenen Bahnschienen auf dem Weg ins Büro und habe einfach Gott gesagt, hey, es ist eigentlich unwichtig, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn es möglich wäre, dass ich die Lizenz verlängern könnte. So, das habe ich gesagt. Und dann bin ich weitergefahren und nach dem Meeting, nachmittags, ich bin dann heimgefahren und habe auf dem Flugplatz angerufen und die haben gesagt, hey, komm sofort vorbei. Morgen wird alles zugemacht und geschlossen. Das Flugzeug ist da, das Wetter ist da, der Lehrer, den ich brauchte für diesen Flug, ist da. Und dann bin ich am nächsten Tag hingefahren und habe mir in meine Lizenz die Verlängerung für 2 Jahre eintragen lassen. Und der Punkt ist an dieser Stelle, eigentlich ist es eine Unwichtigkeit gewesen. Das ist für mich nicht das Wichtigste in meinem Leben mehr. Das war einmal. Aber der Punkt ist, dass es Gott nicht unwichtig war, wenn ich ihm um irgendetwas bitte. Ihm ist offensichtlich auch jedes Detail in unserem Leben absolut wichtig und möchte, dass wir es ihm sagen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Tue ich es oder tue ich es nicht? Und wir werden oft erstaunt sein, und ich bin sicher, du wirst auch erstaunt sein, wie sehr er dich überrascht mit Dingen, von denen du nicht mehr gedacht hast, dass du sie dir wünschen würdest, aber er sie in dich hineinlegen möchte. Frag ihn einfach. Und so sieht es in einem praktischen Beispiel einfach mit Gott aus. So lebe ich mit ihm.